Ja, das große Thema der Woche, wie gesagt. Die EZB senkt den Leitzins überraschend nochmal. Wir wollen da nochmal ausführlich drüber sprechen. Ich begrüße Carsten Klude, Chefvolkswirt und Chefstratege bei MM Warburg. Herr Klude, erstmal schönen guten Tag. Also, die Leitzinsen werden nochmal gesenkt von 0,15 auf 0,05. Zudem wurden Anleiheankäufe hier angekündigt. Zur Begründung sagt Mario Draghi, das Wirtschaftswachstum hat einfach nachgelassen. Welche Regionen hat er damit denn besonders gemeint? Ja, guten Morgen, Herr Damm. Er hat natürlich auf die großen Volkswirtschaften in der Eurozone hingewiesen. Wir hatten ja sehr, sehr schwache Wachstumszahlen aus Deutschland. Da hat sich das Bruttoinlandsprodukt ja sogar verringert im zweiten Quartal gegenüber Q1. Frankreich war schwach, Italien war schwach. Also das sind ja die drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone und hier läuft die Wirtschaft momentan leider überhaupt nicht. Und insofern zusammen dann auch mit den sehr niedrigen Inflationsraten war das die Begründung für das geldpolitische Feuerwerk, das Draghi und seine Kollegen gestern da nochmal gezündet haben. Und das Feuerwerk hat sich dann auch an der Börse widergespiegelt. Der DAX über die 9.700-Punkte-Marke gleich gesprungen, in die Höhe gesprungen. Ist das aber wirklich angebracht? Die Konjunktur lahmt, das haben Sie auch gerade gesagt. Ja, die Konjunktur lahmt. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite, die Börsianer setzen zum einen natürlich auf das Thema Liquidität. Die wird ja noch reichlicher werden in den kommenden Monaten. Sie setzen auch darauf, auf das alte Thema Anlagealternativen, denn klar ist, die Zinsen gerade in der Eurozone, die werden für sehr, sehr lange Zeit sehr niedrig bleiben. Vielleicht werden sie sogar noch niedriger sein, als das momentan der Fall ist. Also von daher stellt sich immer die Frage, wo kann ich als Anleger Geld verdienen? Wo kann ich mein Vermögen zumindest real erhalten? Das ist mit Anleihen kaum möglich. Wir sehen, dass eigentlich alle Vermögensformen von den Bewertungen her sehr, sehr hoch sind und da sind Aktien vielleicht von den verbleibenden Anlagealternativen auch immer noch die interessanteste. Das heißt, das Geld bleibt billig, dadurch kommt Liquidität und dadurch, dass man auch kaum noch sein Geld erhalten kann, wird man quasi auch gezwungen, das Geld im Aktienmarkt anzulegen. Dadurch kommt ja nochmal Liquidität hier in die Märkte. Jetzt hat die EZB aber ja mit diesen Maßnahmen auch die amerikanische Notenbank durchaus kopiert, die Politik der amerikanischen Notenbank. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ja, es ist in gewisser Weise eine Kopie, wobei man natürlich sagen muss, die amerikanische Notenbank hat erst viel, viel früher reagiert, weil die natürlich, ich sag mal, ihre Geldpolitik schon vor 5 Jahren so ausgerichtet haben, wie die Europäische Zentralbank das jetzt eigentlich jüngst erst getan hat. Und insbesondere die unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen, die die EZB jetzt in den Raum gestellt hat, die greifen in Amerika natürlich schon viel, viel länger. Und insofern Kopie ja, aber ich sage mal, momentan ist es eigentlich eher noch eine sehr schwach lesbare Kopie. Das sehen Sie einfach auch daran, wenn man sich mal die Bilanzsummen anguckt der Notenbanken. In Amerika hat sie sich seit dem Jahr 2008 verfünffacht. In der europäischen, hier bei der Europäischen Zentralbank war sie in der Spitze verdoppelt und aktuell liegt sie nur noch 30% über dem Wert von Anfang 2008. Also insofern steht hier oder hat die EZB hier noch reichlich Potenzial, etwas zu tun. Man kauft aber jetzt ja diese Asset-Backed Securities auf. Das sind ja quasi Kredite, die gebündelt werden von Banken und die kauft dann die EZB auf. Gleichzeitig geht aber doch jetzt der EU-Bürger ins Risiko, wenn diese Kredite ausfallen. Ist das vertretbar von Seiten der EZB? Ja, das ist sicherlich. Also das ist ja auch das, woran sich gerade in Deutschland die Kritik entzündet, dass man eigentlich sagt, die Europäische Zentralbank geht eigentlich über ihr eigentliches Mandat hinaus. Sie betreibt keine Geldpolitik mehr, sondern das ist vom Prinzip schon Fiskalpolitik. Das ist Umverteilung in der Eurozone und das ist eigentlich Aufgabe der Politik und nicht der Notenbank. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, wenn die Politik nicht handelt oder sich sehr schwer tut zu handeln. Wir sehen das ja daran, dass das Thema der Strukturreform kaum vorangekommen ist, gerade in den großen Ländern, die Probleme haben, wie Frankreich und in Italien, dann bleibt letztendlich mit der Europäischen Zentralbank der einzige verbliebene Player im Spielfeld. Und insofern kann man sich dann fragen, was ist einem lieber, eine Notenbank, die handelt, die pragmatisch ist, oder ich sag mal, die nicht tut und zuguckt, wie hier in der Eurozone letztendlich die Situation sich weiter verschlechtert. Aber ist die Frage da nicht einfach der Zeitfaktor? Man hat jetzt ja schon einige Maßnahmen ins Rollen gebracht. Mario Draghi hat selbst gesagt, ihn wundert es, dass die Konjunktur oder die Inflation zumindest nicht wirklich in Schwung kommt bisher. Man hat offenbar wirklich hier Angst, eine reale Angst vor einer Deflation. Irgendwann gehen doch der EZB auch die Mittel aus. Warum soll es gerade jetzt mit diesen neuen Maßnahmen denn bei der Politik besser werden mit Reformen? Das ist eine berechtigte Frage. Also, dass die Geldpolitik hier, ich sag mal, Druck auf die Politik ausübt, auch stärker jetzt den geldpolitischen Maßnahmen zu folgen, das ist schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite
klar, in gewisser Weise sieht es nach Aktionismus aus, was die EZB gestern oder was die EZB-Beschlüsse angeht. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die EZB hat zu Recht reagiert auf die zuletzt sehr schwachen Daten. Die kamen ja schon überraschend, damit hat letztendlich kaum jemand gerechnet, weder bei den Noten, bei der Notenbank, auch nicht so bei den Bankenvolkswirten, dass die Konjunktur jetzt sich so deutlich abschwächen würde. Das hat eben, ich sag mal, auch viele hausgemachte Gründe, fehlende Strukturreformen. Es hängt natürlich aber auch mit den geopolitischen Unsicherheiten zusammen, denn die wirken sich insbesondere auf die Eurozone aus. Man sieht ja, dass beispielsweise so die in den USA die Konjunktur gut läuft. Da spielt dieses Thema überhaupt gar keine Rolle. Dann sind wir jetzt beim Thema Konjunktur angelangt. Selbst diese ganzen Maßnahmen sind ja für viele Staaten in der Eurozone noch immer nicht rezessiv genug. Für Deutschland ist sie ja eigentlich schon wieder zu rezessiv. Aber auch hier schwächelt ja die Wirtschaft, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. BIP von April bis Juni um 0,2% gesunken zum Vorquartal. Grund waren da die schwächeren Exporte. Dann allerdings auch der IFO-Geschäftsklimaindex, das passt dazu. Aber die Industrieproduktion kam jetzt ja, die ist überraschend stark gestiegen. Wie passt das zusammen? Ja, auch Konjunkturdaten, ich sag mal, bewegen sich nie linear. Das ist auch wie am Kapitalmarkt, da gibt es schon auch größere Ausschläge nach oben und nach unten. Wir hatten, wie gesagt, sehr schwache Zahlen im zweiten Quartal. Jetzt die letzten, der Juli ist sehr gut gestartet. Da hatten wir starke Aufträge, wir hatten eine starke Industrieproduktion. Also ich würde sagen, man sollte die Situation, die konjunkturelle Situation jetzt hier, gerade was Deutschland angeht, auch nicht überdramatisieren. Frühindikatoren schwächen sich ab. Das ist, denke ich, aber auch ein Grund aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten. Sollten wir beispielsweise eine Lösung im Russland-Ukraine-Konflikt bekommen, könnte sich hier auch von Seiten der Frühindikatoren das Blatt vielleicht wieder wenden. Also insofern, glaube ich, ist das letztendlich die entscheidende Frage jetzt für die kommenden Monate. Was macht die Geopolitik? Bekommen wir eine Entlastung? Dann könnte sich auch die Konjunktur hier wieder fangen. Der Euro hat sich ja sehr schwach gezeigt gestern, war kein Wunder nach diesen Maßnahmen. War ja auch beabsichtigt von Mario Draghi, hat er gesagt. Könnte man jetzt nicht die Euro-Schwäche vielleicht hernehmen und sagen, davon werden die Exporte jetzt auch wieder beflügelt, was ein Problem war in Deutschland? Das ist definitiv so, denn wenn man sich mal anschaut, wir haben jetzt eigentlich das erste Mal seit fast 2 Jahren von der Währungsseite her eher wieder etwas Rückenwind, nachdem der Euro ja sehr, sehr stark geworden ist von Sommer 2012 bis, ich sag mal, Anfang des Jahres. Wie gesagt, jetzt erstmals wieder Rückenwind und das tut natürlich den Exporten und den Exporteuren gut. Nicht nur in Deutschland, sondern das könnte sich eben auch auf die Unternehmen auswirken, die in Ländern sind, wo die Probleme noch größer sind, speziell beispielsweise Italien oder Frankreich. Herr Klude, dann hätte ich gerne noch Ihr abschließendes Fazit. Wie bewerten Sie jetzt diese derzeitige Konjunkturlage im Hinblick auf die Aktienmärkte? Und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, die Exporte könnten beflügelt werden. Sollte man sich da jetzt auch Aktien exportierender Unternehmen ins Depot packen? Ja, ich glaube, diese Idee ist durchaus nachvollziehbar und gut. Wie gesagt, Konjunktur läuft nicht gut, aber wir sind eigentlich auch weit entfernt von einer neuen Rezession. Solange das wäre quasi das größte Warnsignal für den Aktienmarkt. Das heißt, eine schwache Konjunktur ist nicht schön, aber letztendlich stellt sich die Frage, können die Unternehmensgewinne in dem Umfeld steigen oder nicht? Und da haben wir, wie gesagt, die Währung, die momentan hilft. Und wir haben natürlich auch das extrem niedrige Zinsniveau, denn dann, man darf nicht vergessen, dass dies natürlich die Refinanzierungskosten der Unternehmen senkt. Und auch das wird sich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken. Von daher gibt es durchaus auch Argumente, die für weiter steigende Aktienkurse sprechen. Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg. Dankeschön für die Einschätzungen. Danke sehr.